Ich komme aus einer sehr ländlichen Stadt und bin mein ganzes Leben lang in die Kirche gegangen. Ich habe immer gesehen, wie meine Eltern gebetet und Gott vollständig vertraut haben. Trotzdem bin ich Gott nie besonders nahe gekommen. Ich glaubte an ihn und daran, dass Jesus auf die Erde gekommen und für mich gestorben war, aber erst 1993 gab ich ihm mein Herz ganz hin. Ich hatte jahrelang an Magersucht gelitten. Es begann, als ich 14 Jahre alt war. Im Jahr 1993, im Alter von 25 Jahren, war ich dann so krank, dass ich nur noch 64 Pfund wog. Ich machte deshalb viele Therapien und musste an einem bestimmten Punkt dann sogar zwangsernährt werden. Nichts hat geholfen. Als ich im September 1993 erfuhr, dass meine Nieren versagen, lehnte ich jede weitere Behandlung ab und betete dafür, dass Gott mir helfen möge. Ich sagte ihm, dass ich für ihn leben würde, wenn er es wollte. Ich glaubte nicht wirklich, dass ich sterben würde, einfach weil ich es bisher immer geschafft hatte. Wenn ich mich doch mal in der Öffentlichkeit bewegen konnte, war das ein Albtraum für mich. Die Leute riefen, AIDS-Mädchen und solche Sachen. Schon sehr bald war ich ans Haus gefesselt, vor allem wegen meiner Gesundheit, aber auch, weil ich die Grausamkeit der Menschen nicht fassen und ertragen konnte. Dann wachte ich eines Nachts auf und versuchte zu atmen, doch es gelang mir nicht. Mir war gleichzeitig sehr übel, ich zitterte heftig und mir war einfach so schlecht, dass ich mich nicht weiter bewegen konnte. Ich dachte trotzdem nicht, dass ich sterben würde, denn die Ärzte wollten mich an die Dialyse anschließen. Deshalb dachte ich, dass ich es schaffen würde, aber so kam es nicht. Kurz darauf verließ ich meinen Körper. Ich bin nicht durch einen Tunnel gegangen. Ich schwebte einfach so herum und im nächsten Moment war ich im Himmel. Ich wusste, dass es der Himmel war, denn ich hatte noch nie solche Blumen gerochen und ich hatte noch nie so viel Schönheit gesehen. Ich ging zu meiner Oma, die dort auf mich gewartet hatte. Sie sah aus, als wäre sie etwa 30 Jahre alt, obwohl sie mit 75 starb. Dann sah ich meinen Großvater. Er starb im Alter von 92 Jahren. Er sagte dann immer wieder zu mir, sieh mal, was ich machen kann. Er konnte auf seinen Händen gehen. Ich verstand das nicht und auch nicht, warum er mir zeigte, dass er das tun konnte. Dann fragte mich Oma, ob ich zu Jesus gehen wolle. Ich schrie förmlich, ja! In der Sekunde, in der ich ihn sah, fing ich an zu weinen. Ich konnte sein Mitgefühl für mich spüren. Er tröstete mich, als ich ihm erzählte, wie mir die Menschen auf der Erde wegen meines Zustands Unrecht getan hatten und wie ich unter meiner Magersucht gelitten hatte. Er war so gütig. Er sagte mir, dass er das alles wisse und dass alles gut werden würde. Ich fragte ihn, ob er mir das verspricht und er sagte, ja. Ich habe ihm dann etwas gesagt, was ich vielleicht nicht hätte sagen sollen. Ich sagte zu ihm, du bist ein sehr gut aussehender Mann. Er hatte nur gelacht, dann habe ich gelacht. Es war eine so tolle Zeit. Ich bemerkte sein Aussehen. Er war etwa 1,70 Meter groß und wog wahrscheinlich um die 150 Pfund. Er war schlank, hatte dunkelbraunes Haar und braune Augen. Und das berührte mich sehr. Ich konnte direkt zu ihm gehen und mit ihm reden. Es ist nicht so wie hier, wo du nicht einfach zu jemandem gehen kannst, der so wichtig ist, und dann einfach mit ihm reden. Aber mit Jesus kannst du das. Dann sagte er mir, ich solle zurückgehen und allen erzählen, was ich gesehen hatte. Ich sagte, das würde ich tun. Dann umarmte er mich und das fühlte sich so an, als ob eine Million Volt Strom durch meinen Körper flössen. Ich merkte, dass ich durch seine Umarmung nicht mehr aufstehen konnte, weil ich die intensive Kraft spürte, die von ihm ausging. Dann spürte ich, wie ich sehr, sehr schnell fiel. Ich wurde buchstäblich in meinen Körper zurück auf das Bett geschleudert. Ich schlug so hart auf, dass ich mich erschrocken aufsetzte. Ich war so enttäuscht, dass ich nicht mehr in seiner Gegenwart war und dass ich stattdessen wieder hier war, wo alle so grausam waren. Und mir war so schlecht, konnte immer noch das elektrisierende Gefühl seiner Berührung spüren. Aber wieder einmal war mir sehr schlecht und dann schlief ich ein. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, fühlte ich mich hungrig, also aß ich. Zum ersten Mal seit 11 Jahren aß ich eine volle Mahlzeit und hatte keine der magersüchtigen Gefühle mehr, die ich früher immer hatte. Am selben Tag hatte ich einen Termin beim Arzt. Nachdem der Arzt mich untersucht
und einige Tests gemacht hatte, rief er mich ein paar Tage später an und wollte mich sehen. Er sagte mir, dass ich gesunde Nieren habe. Ich stand unter Schock. Er sagte, Sie haben kein Nierenversagen mehr. Danach ging es mir immer besser. Der Arzt konnte es sich immer noch nicht erklären. Niemand konnte es. Aber ich weiß warum. Jesus hat mich berührt, meinen Seelenleib und mich geheilt. Der Arzt sagte nur, es gebe keinen medizinischen Grund dafür, dass meine Nieren normal sind. Als er mich das nächste Mal sah, hatte ich etwa 15 Pfund zugenommen. Jetzt, 9 Jahre später, bin ich von einem Gewicht von 64 auf 135 Pfund gestiegen. Ich hatte seither keine Nierenprobleme und auch keine anderen gesundheitlichen Probleme, die von Magersucht verursacht werden können. Mir geht es gut, ich bin gesund und ich werde meine Begegnung mit Jesus niemals vergessen. Niemals. Ich kann heute nicht einmal an ihn denken, ohne zu weinen. Ich fühle mich jetzt so besonders, weil ich von ihm berührt wurde, weil ich mit ihm reden konnte und weil er so viel Mitgefühl für mich hatte. Das war etwas, das mir hier noch nie begegnet ist. Zum Schluss erzähle ich, warum mein Opa auf seinen Händen ging. Meine Mutter hat mir nie geglaubt, als ich ihr von meinem Erlebnis erzählte. Ich habe es ihr erst kürzlich erzählt. Ich weiß, dass Jesus gesagt hatte, dass ich es allen erzählen soll. Aber es hat 9 Jahre gedauert, bis ich schließlich etwas gesagt habe. Ich erzählte meiner Mutter, dass ich Opa gesehen hatte und wie er sich freute, mir zu zeigen, dass er auf seinen Händen gehen konnte. Da wurde ihr Gesicht weiß. Ich fragte sie, was los sei. Und sie sagte, dass er das als Teenager immer gemacht hat, um Leute zu beeindrucken. Sie sagte, er sei sehr gut darin gewesen und habe gern damit angegeben. Aber sie sagte, ich müsse das von jemandem gehört haben. Ich sagte ihr, dass ich nie von jemandem in der Familie davon gehört habe. Viele von ihnen wussten es nicht einmal, als ich sie später befragte. Meine Oma hat es meiner Mutter erzählt, als sie noch ein Kind war. Und deshalb hat sie sich daran erinnert. Opa war schon sehr alt, als ich geboren wurde. Und je älter er wurde, desto mehr Schwierigkeiten hatte er, irgendetwas zu tun. Ich wusste nichts über ihn, als er ein Kind war. Niemand hat mir je etwas über ihn erzählt. Sie weiß also, dass ich das auf keinen Fall wissen konnte. Aber sie glaubt trotzdem nicht, dass ich in den Himmel gekommen war, obwohl sie sich nicht erklären kann, woher ich wusste, dass Opa einmal auf den Händen gehen konnte. Darauf war er im Himmel genauso stolz wie hier. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich alle Haustiere, die ich als Kind hatte, im Himmel gesehen habe. Hunde und sogar Wellensittiche, die ich sehr liebte. Sie hatten einen Verwalter, einen Mann, der sich um alle Tiere kümmerte. Wenn mich also jemand fragt, ob Tiere den Tod überleben, muss ich sagen, ja. Das ist meine Geschichte. Und auch wenn ich seitdem viele Male gesündigt habe, weiß ich, dass mir vergeben wird, wenn ich darum bitte. Ich lebe mein Leben so, dass ich, wenn ich sterben sollte, im Himmel zu Hause bin und mit meiner Familie und Jesus wieder vereint werde. Ich habe anderen Menschen im Internet davon erzählt, aber sie glauben nicht an Gott und halten mich für einen Spinner. Doch das ist mir egal. Ich muss immer wieder an den Bibelvers denken, der besagt, dass die Abwesenheit vom Körper Anwesenheit des Herrn bedeutet. Das ist so wahr.